Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play von mir. Wir spielen nicht die Episode von Final Fantasy 15. Nein, wir spielen erstmal Final Fantasy Type-0 HD, wie es dort steht. Final 15 mache ich dann nochmal ein separates Let's Play draus. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal diesen Teil. Wir sehen hier ein sehr cooles Bild, möchte ich mal behaupten. Kurz einige Fakten. Final Fantasy Type-0 wurde früher oder sollte früher eigentlich als Final Fantasy 13 Agito für Handys in Japan rauskommen. Vorerst nur in Japan. Genauso wie bei Final 7 dies Before Crisis oder wie das hieß. Danach haben sie sich aber dann überlegt, das doch auf die PSP zu bringen. Dann aber nicht unter dem Namen Agito, sondern Final Fantasy Type-0. Ja, wie gesagt, das war 2011. Jetzt haben wir 2015 und wir können die HD-Remastered-Version von diesem Teil spielen. Das wollen wir dann auch mal tun. Hier kriegen wir noch einen kleinen Hinweis, dass das Spiel an einigen Stellen automatisch abspeichert. Das sehen wir oben rechts an diesem komischen Symbol. Sieht aus wie eine Felge oder wie ein Recycle-Zeichen. Na, ist egal. Der Spielfortschritt kann nur an den Relikt-Terminals im Spiel gespeichert werden. Jo, das Relikt-Terminals, ja, sagst du jetzt einmal so. Ich hab ganz vergessen, Start zu drücken. Bei Hexadrive. Fabula Nova Crystallis Final Fantasy. Ich möchte nämlich so Folgen von 25 Minuten Länge irgendwie produzieren. Und ich halte jetzt erstmal meine Fresse. Since the dawn of eternity. Four lights of hope have shone upon the world. Men flock to these lights, around which they build four peristylia. Each peristylium becomes their faith and society, the path upon which they are set. The vermilion bird, wings of fire, to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when nine and nine meet nine, Tempest Phoenix shall be willed upon them. For without the Agito, their world, called Oriens, must persist in its spiral. Das war jetzt erstmal beeindruckend. 12. Wassermond, 842. In this time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come. Yes, this is the dawn of a new age. And so the Milites Empire, home to the White Peristylium, invaded the neighboring dominion of Rubrum. As soon as the declaration of war was made, the Milites main fleet swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristylium. A Lassie accompanied this task force. Using a Lassie to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all four crystal states of Oriens. The besieged Peristylium attempted to repel Milites' Magitek armors with powerful magic. Not
not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolons. It seemed that the Militessi offensive would fail. However, the Lassi Kunmi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalia Cheval VI, the leader of Rubrum, that he surrender and transfer the Vermilion Bird Crystal to Militessi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have 6 hours. You must comply with our demands, or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal guide them to salvation. Shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. Ja. Meine Fresse, wie geil war denn das, bitteschön? Ich muss das gerade erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich sehe es ja zum ersten Mal. Alter Schwede, ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut. Die Musik ist ja wohl mal der Oberkracher. Und wir haben gesehen, dass dort einige, Parallelen zu anderen Finals natürlich wieder vorhanden sind. Das Erste, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist das Wort Lissi, was von 13 her stammt. Und wir haben auch so ein bisschen, ein bisschen leiser machen, das ist ganz schön laut auf dem Ohr bei mir. Ach, so, schon viel besser. Ja, wir haben gesehen, oder beziehungsweise so ein bisschen gehört, dass hier 4 Staaten sind, die sich gegenseitig bekriegen. Jeder davon hat einen Kristall, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dieser Kristall kann ein Äon beschwören. Wir haben hier, ich habe Odin, Bahamu und Phönix gesehen. Den 4. glaube ich, entweder habe ich ihn übersehen oder habe ich ihn vergessen. Und außerdem haben wir noch gehört, dass Sid auch da ist. Das war, glaube ich, ein König. Und das wollen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Wir wollen spielen jetzt. Von daher gucken wir erstmal hier. Was gibt es denn hier in den Einstellungen überhaupt? Ich habe übrigens auch noch nie so viel Blut gesehen in einem Final Fantasy Teil wie eben. Okay, hier gibt es Tastenbelegung, 4 normale Angriff, Anima sammeln. Okay. Kommando 1, Kommando 2, Defensivkommando gedrückt. Bla, das werden wir wahrscheinlich alles im Spiel hoffentlich nochmal erfahren. Wir machen mal Sprachausgabe natürlich auf Englisch, Japanische. Wollen wir nicht hören. Musik ist echt geil, also ohne Scheiß. Anzeigegeschwindigkeit, schnell. Sprechernamen, Verstärkung aus der Akademie anfordern, ablehnen.
Mhm. Anfrage bei Missionsbeginn. Darstellung der Verstärkung Silhouette. Ich nehme mal an, das hat irgendwas Online-mäßiges mit auf sich. Okay, jetzt aber los. Neues Spiel. Bitte einen Schwierigkeitsgrad wählen. Für Anfänger empfohlen normal. Die Geschwindigkeit, der Schwierigkeitsgrad lässt sich auch später im Spiel an den Relikt-Terminals ändern. Wir bleiben natürlich bei normal. Wir wollen es ja nicht zu einfach machen. Dieser Schwierigkeitsgrad wird allen empfohlen, die bereits Erfahrung mit Action-Rollenspielen gesammelt haben. Das Spiel in Schwierigkeitsgrad normal beginnen. Ja, Action-Rollenspiel. Da sage ich ja nur Final 13. Das war ja genug Action, glaube ich. For them, the path was not chosen. They chose their path. Yes. Not knowing the fear of death. Having never learned the fear of confronting it. Kapitel 1. 3 Stunden, die die Welt verändern. Uhr. Das sieht nach einem sehr krassen Kampf aus. Still, have a ways to go. Is everyone all right? Have you seen a guy? A guy with a red cape? No, I haven't. You? No. Hoppala. Das war nicht gut. Kill them! No. Das ist aber jetzt nicht toll. Ich weiß jetzt natürlich in der Art nicht, wer gut und wer böse ist. Kann natürlich alle böse sein. Aber wer einen blutigen Chocobo dabei hat, kann eigentlich nur gut sein. Autsch. Der hat gesessen. Ist das ein roter Chocobo? Frage ich. Chichiri. Ja. Der Vogel sieht auch nicht mehr ganz fit aus. Nun komm schon, steig auf. Die Grafik ist natürlich nicht PS4 Standard, da es ja wie gesagt ein Remake ist. Aber ich muss doch sagen, echt schon beeindruckend. Ich sitze ja hier vor einem 55 Zoll Fernseher, ungefähr 50 cm davon entfernt. Es ist riesig. Wir sind schon wieder runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Lass uns doch mal Ace finden. Steh doch auf. 11.37 Uhr. Teacher. Oh nein. Sie haben ihn abgeschossen. Die Schweine! Teacher. Unfassbar. Damn. Ace. Ace. I'm here. I'm right okay. Here. Rettung in letzter Sekunde. Oder auch nicht. Alter Schwede, ist das viel Blut. Hätte ich nicht gedacht.
Isana. Ich glaube, er hat versucht, ihn noch zu heilen, aber das hat nichts gebracht. Und wen haben wir denn da? It's too late. I know that. Die Grafik erinnert mich stark an Final 10 2, zumindest von dem Charakterdesign her. Der arme Vogel und der arme Typi. Ruht euch aus. Ihr habt genug gekämpft. I always thought that your name was weird. I'm telling you, Machina must have pulled that one out of a hat. Kein Ende in Sicht. Ich würde aber jetzt doch gern mal was tun. Ich hoffe, da komme ich jetzt ins Spiel. What do you think, girl? Is this the end? Machina. Stay strong. Rem. I would have liked to see you again. DJ. I'm glad that you're here. No. I don't want to die. Oh Mann. Eine sehr bedrückende Szene. Elf Uhr 41. Go say goodbye, Ace. It's all right. Mei, da weiß man gar nicht, was man jetzt sagen soll. Man ist so ein bisschen mitgenommen. Hajime Tabata, der Director. Schauen wir mal, was er so hingebracht hat hier. Und natürlich Tetsuya Nomura. Gott sei Dank. Ich muss immer nach links und rechts gucken, ist wie beim Tennisspiel.
Bin echt mal gespannt auf dieses Spiel. Der Anfang ist ja echt schon sehr vielversprechend. Die Musik finde ich jetzt bis jetzt affengeil. Ich würde gerne mal wissen, wer das hier getan hat. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass mal sein Name hier erscheint. Lead Animator, Environment Artist. Entweder habe ich es schon verpasst. Soundeffekte, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Movie Director, Composer, Takehuso, jetzt habe ich den Namen schon wieder übersehen. Auf jeden Fall kenne ich ihn nicht. Aber er macht, glaube ich, einen ganz guten Job. Kitase, den kennen wir doch auch noch. The Bump of Chicken. Okay. Interesting. Ich glaube, ich muss hier mal was einstellen, weil das Ding da nicht immer aufpoppt. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ist egal, die erste Folge kann ruhig ein bisschen länger werden. Wir haben ja wirklich noch gar nichts getan, außer dass wir uns eine traurige Szenerie angeguckt haben. Wir wollen natürlich jetzt endlich mal beginnen hier. Das sieht doch schon mal aus nach Party. Operationsbeginn. Alle Kampfmitglieder wurden mit einer Phönixkette ausgerüstet. Dieses Accessoire gewährt den Status Schutzengel. Eine positive Zustandsveränderung durch den Kampfmitglieder automatisch wiederbelebt werden, wenn ihre TP auf 0 fallen. Okay. Tutorien während der Mission einblenden. Das machen wir natürlich erstmal. Machen wir erstmal die Steuerung. Mit dem linken Stick bewegen wir den Gruppenanführer. Mit dem rechten Stick steuern wir die Kamera. Und R3 gedrücken stellt die Kamera auf die Standardposition. Wollen wir das erstmal ausprobieren? Okay. Class Zero hier. Ist, wenn man so nah am Fernseher sitzt, ist das schon ganz schön heftig. Ich verstehe sie leider nicht ganz. Mein Kopfhörer ist ein bisschen... Ich habe noch nur die Soundeffekte auf dem Ohr. Mein Ziel ist es, die militärische Kristallmanipulation ausfindig zu machen. Dann wollen wir das mal tun. Neutralisiert sie dann... Sei es zu schnell für mich. Ihr verstanden. Möge der Kristall mit euch sein. Okay. Ich habe hier gerade irgendwelche Karten rausgeworfen. Was haben wir denn hier? Kartensatz. Okay. Ich kann hier irgendwie ganz viele Karten spammen. Weiß jetzt aber noch nicht so, was ich damit anfangen soll. Ich kann einen Weil machen. Das ist wahrscheinlich eine Karte, die davon... die können wir, hatten wir wahrscheinlich Schutz hinter. Okay. Eisboom. Okay. Wollen wir einfach mal in die Vollen gehen? Wir können ja nicht sterben. Viereck Waffe ziehen und angreifen. Tipp, dein Charakter leidet mehr Schaden, wenn er angegriffen wird, ohne dass sein... Und dass er seine Waffe gezogen hat. Alles klar. Dann wollen wir mal unsere Waffe ziehen. Achso, wir haben Spielkarten. Ah, jetzt verstehe ich das auch so ein bisschen. Wir greifen mit Spielkarten an. Wenn wir hier so einen Kartensatz ziehen. Mit X. Dann können wir uns heilen. Aha, aha. Natürlich erstmal gucken, wie das hier so alles funktioniert. Was haben wir da? Gelbes. MP. Alles klar. Also nochmal MP wahrscheinlich. Greifen erstmal ganz normal an. Ups, da ist er auch schon down. Anima sammeln. Mit R1 halten kannst du besiegte Gegner anvisieren, um ihnen dann mit Viereck ihre Anima zu entziehen. Beim Sammeln von Anima wird eine geringe Menge an MP geheilt. Ein Körper, dem die Anima entzogen wird, detoniert zudem, okay, was umstehende Feinde großen Schaden zufügen kann. Okay, dann sollten wir da aber vorsichtig sein. Ja. Achso, Viereck. Gut. Eine weiße Anima erhalten. Mhm. Kann man mit ihm auch irgendwie sprechen? Nee. Gut, wir gehen aber weiter. Energiewelle. Energiewelle lassen sich durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen niederreißen. Dies kann beispielsweise durch das Besiegen eines Anführers oder das Sammeln von Anime geschehen.
Ziel anvisieren mit R1, das wollte ich nämlich vorhin schon wissen. R1 kannst du Ziele anvisieren, die Kamera wird dann auf dieses Ziel ausrichten. Das ist fein. Ich hatte nämlich, wie man gemerkt hat, keinen so richtigen Punkt, wo ich angreifen kann. Bewege den rechten Stick nach links und rechts oder drücke L2, R2, um das Ziel zu wechseln. Bewege R nach oben, um gefallene Gegner oder Objekte auszuwählen. Tipp, bewege R nach unten, um das nächstgelegene Ziel anzuwählen. Alles klar, wollen wir das mal gucken, ob wir das hinkriegen. TP generieren. Die TP eines Charakters generieren sich allmählich, wenn er selbst stillsteht. Beim nächsten nicht gezogener Waffe regeneriert sich die TP schneller. Waffen lassen sich mit L1 wegstecken. Gut zu wissen. Weichangriffen des Gegners mit linken Stick plus Kreis aus. Oh mein Gott, das sind sehr viele Sachen auf einmal. Wir wollen natürlich erstmal... Ich möchte gern zentrieren. Autsch. Jetzt hat er. Achso, man muss ihn gedrückt halten. Aber man natürlich, wenn man das lesen kann, ist natürlich besser. Wollen wir nochmal versuchen, ob wir ausweichen können. Ah, das war L1. Oh Gott. Ich muss erstmal mit der Steuerung echt zurechtfingern. Aber ich glaube, das war eben schon ganz gut. Zack, zack, zack. Wollen wir erstmal ganz normal angreifen. Den Fokus beibehalten. Haben wir hier meinen Eisboom. Können wir das mal machen? Ja, das ist wahrscheinlich nur, wenn die nah dran sind. Ich kann nicht mehr benutzen. Okay. Ja, die ersten Kämpfe sind immer etwas. Muss ich dran gewöhnen. Wiederholung. Man lernt ja aus Wiederholungen. Okay, wir können die Charaktere auch wechseln. Kannst du während des Kampfes mit Analogkreuz steuern, welche Spielcharaktere wechseln? Normal. Mit dem Steuerkreuz kannst du während des Kampfes den gesteuerten Spielcharakter wechseln. Der Wechsel verbraucht jedoch einige Menge deines AB. Aktionsbalkens oder was? Ja, steht da. Dem Aktionsbalken, der über deinen Kommandos angezeigt wird. Kritikalität und Verhängnis. Greife einen anvisierten Feind mit gelbem Symbol über dem Kopf an, um ihm kritischen Schaden hinzuzufügen. Kritikalität. Ein Gegner mit einem roten Symbol kann mit einem Schlag vernichtet werden. Verhängnis. Okay, wieder so viel Information. Ja, machen wir nochmal nieder. Okay, das waren wahrscheinlich diese Kritikalitäten. Ah, grüner Animal und 12 MP geheilt. Hier war doch noch einer. Nein, der ist schon. Er ist schon weg. Er ist geröstet. Anführer. Der Anführer eines gegnerischen Trupps. Einer gegnerischen Truppe ist mit einem besonderen Symbol markiert. Sie gehen, um den Kampf sofort für dich zu entscheiden. Okay, dann wollen wir mal auf den Gegner gehen. Ich möchte gerne mal diesen Eisboom machen. Boom. Das war doch, nicht schlecht, möchte ich fast sagen. Kapitulation. Alle übrigen Soldaten ergeben sich, sobald der Anführer besiegt wurde. Interagiere mit ihnen per X, um sie nach Gegenständen zu durchsuchen. Erstmal die Anime sammeln. So. Halt, naja, ist egal. Regenerationsportal. Erreichst du Regenerationsportale, werden deine TP und MP vollständig geheilt. Auch dein AB. Aktionsbalken. Der ist ja bei uns ein bisschen weggegangen. Der Aktionsbalken über dein Kommando wird dadurch vollständig aufgefüllt. Tipp, der AB leert sich durch den Einsatz bestimmter Fertigkeiten. Und füllt sich normalerweise nur, indem du feinen Schaden zufügst. Okay. Interessant. Angriffsmagie. Drücke die entsprechende Taste, um eine Angriffsmagie wie Eisbomben, Blitz FLT oder Feuer GDR auszulösen. Je nach Magie kannst du die Wirkung verstärken. Kann die Wirkung verstärkt werden, indem du die Taste vorher länger gedrückt hältst. Dieser Einsatz von Magie verbraucht MP. Magiepunkt. Wer hätte es gedacht? Ja, machen wir das doch nochmal, wie wir es eben gemacht haben. Zumindest wollte ich das so. Anime im Kampf sammeln. Im Kampf kannst du mit dem Ziel und der Zielauswahl schnell aufgefallene Gegner wechseln, indem du R beim Anvisieren nach oben neigst. R nach oben neigen, okay. Danach kannst du ihnen mit Viereck die Anime entziehen. The Dominion's fate is in your hands. Okay. May the crystal guide you. Machen wir erstmal ihn hier kaputt.
Ein Schlag. Schlagen wir mal ein. Gut. Im Laufe des Spiels lassen sich verschiedene Fertigkeiten freischalten. Ihr Einsatz leert deinen deinen Aktionsbalken. Der Balken füllt sich, indem du Gegner Schaden zufügst. Ja, wissen wir. Ich würde es aber gern nochmal hier. Achso, wir haben einfach mal eine Charaktere. Das haben wir eben auch noch nicht gemacht. Wen haben wir denn hier? Eine Frau. Die hat ein Langschwert. Richtkreuz. Machen wir mal. Gehen wir mal hin und machen mal hier dieses Blitz-FLT. Nicht schlecht. Will mal länger drücken. Boom. Zack, zack. Ich glaube, die gefällt mir ein bisschen besser als die mit dem Karten. Schwert ist ja schon mal ganz cool. Ach ja, Kinder. Ist alles nicht so einfach, wenn man das zum ersten Mal sich so reinsaugt hier. Oh mein Gott. Was zur Hölle, ja. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Die sieh doch mal an. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt hier? Ich kann auch gar nichts tun. Stimmt, der mit den Karten, der kann ja werfen. Wechseln wir mal. Zack, zack, zack. Autsch. That hurts. Wir haben übrigens... Doch, wir haben noch Schutzengel. Ich bin da, glaube ich, gerade abgekratzt. Ich treffe es auch nicht. Er trifft es anscheinend. Wollen wir ihn mal kurz nehmen. Wie war das Ausweichen nochmal? Halt, nein, den wollte ich doch gar nicht. Den wollte ich mal, den haben wir nämlich noch gar nicht. Beim Ziel? Es ist weg. Ich habe keinen Zielfokus mehr. Ja, verschwinde. Wir sollen verschwinden. Was war das? Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich da gucke da oben, da ist ein Symbol. Ich denke mal, das sollen wir mal erreichen. Und ja. Hier liegt was. Wie können wir das aufsammeln? Mit X. Eine Erkennungsmarke erhalten. Wie steht er denn eigentlich da? Angriffsmodus. Wie war das Wegstecken nochmal? L1? Genau, jetzt zappelt er nicht mehr. Gut. L1, Waffe ziehen. Es ist alles noch nicht so einfach, der Anfang. Vor allem, wenn man auf so einen, ich wiederhole es gerne, auf so einen riesengroßen Fernseher starrt. So, damit sind wir erstmal vollgeheilt und ich würde sagen, wir haben eine halbe Stunde um. Wir beenden dann hier an dieser Stelle erstmal die Folge. Gehen in den Abspann mal rein. Ja, liebe Leute, das war alles nicht so einfach zu anfangen. Man muss sich an das ganze neue Kampfgedöns erstmal eine Runde gewöhnen. Ich fand natürlich den Anfang ziemlich aufwühlend, ziemlich emotional. Es war schon nicht schlecht und wie gesagt, ich habe noch nie so viel Blut gesehen in einem Final Fantasy und vor allem keinen blutenden Chocobo, was mich ja noch ein bisschen mehr traurig gemacht hat. Musik ist geil, erster Eindruck ist geil. Ich freue mich auf, ja, wie es jetzt gleich weitergeht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, reingehauen.